Es ist grau und trüb in der Slowakei. Nicht nur das Wetter. Politisch, gesellschaftlich, sagt Ivan Kočner. Und sein Bruder sei mitschuld daran. Nein, dazu will ich nichts sagen. Dazu ist doch schon alles gesagt. Sein Bruder soll die ganze Slowakei verändert haben. Ivan Kočner liest viel über Bruder Marian in der Zeitung. Nur Schlechtes, wie er sagt. Er redet nicht mehr mit ihm, ungern über ihn. Sein Bruder Marian steht vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, den Auftrag gegeben zu haben, den Journalisten Jan Kuciak zu ermorden. Ein Mord, der die Slowakei tief erschütterte. Das war doch keine Auseinandersetzung zwischen irgendwelchen Mafia-Gruppierungen. Es war ein Angriff auf anständige Leute, auf junge Leute. Und dadurch ist es auch ein Angriff auf die Familie, auf uns alle. Die Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein. Ivan Kočner hat eine kleine Konditorei. Sein Bruder liebte die ganz großen Geschäfte. Auch Kriminelle, wie ihm vorgeworfen wird. Der Journalist Jan Kuciak war ihm auf der Spur. Ob Marian Kočner auch den Auftrag gegeben hat, den Journalisten Kuciak zu ermorden, muss das Gericht klären. Schon die Ermittlungen im Umfeld des Geschäftsmannes haben Korruption bis in höchste Justiz- und Regierungskreise offengelegt. Ein Land in den Händen der Mafia? Nach dem Mord Massenproteste. Politiker, Richter, Staatsanwälte müssen Posten räumen. Für Ivan Kočner ist alles, was er über seinen Bruder erfährt, ein Schock. Er engagiert sich, zeigt Gesicht für eine bessere Slowakei, wird zum Gegenmodell zu seinem Bruder. Wenn mutige Bürger wie Ivan Kočner ihre Rechte einfordern, wird die Slowakei ein gerechteres und besseres Land. Doch auch jetzt, kurz vor den Parlamentswahlen, ist die Slowakei tief gespalten. Den regierenden Sozialdemokraten wird vorgeworfen, tief verstrickt zu sein in die Machenschaften des Marian Kočner. Sie rechnen mit Verlusten. Ivan Kočner hofft auf Stimmgewinne für die proeuropäischen, liberalen Kräfte. Doch die zersplittern sich in viele verschiedene Parteien. Das sei der falsche Weg, findet Ivan Kočner. Die Lage vor den Wahlen ist unübersichtlich. Die Parteien, so scheint es, wollen nicht wirklich zusammenarbeiten. Es gab die Hoffnung, dass die liberalen Parteien eine gemeinsame Koalition bilden. Aber das ist nicht geschehen. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Denn sonst wäre der Druck auf Veränderungen konzentrierter und eindeutiger. Aber so buddelt weiter jeder in seinem eigenen Sandkasten. So befürchtet Ivan Kočner, dass sie ein Gewinner der Wahlen sein könnten, die slowakischen Rechtsextremen. Sie hetzen im Wahlkampf gegen die Roma-Minderheit, die EU und den europäischen Liberalismus, profitieren in Umfragen am stärksten von Unzufriedenheit, Politikverdrossenheit. Ihren Chef Marian Kotleba nennen einige Führer. Aufzüge in Uniform erinnern stark an die NS-Zeit. Es ist grau und trüb in der Slowakei. Die Stimmung hier ist ganz allgemein, gerade im Keller. So mies wie das Wetter, so ist hier auch die Laune. Für Ivan Kočner mitverantwortlich sein Bruder. Seit dem Journalistenmord vor 2 Jahren sind Veränderungen in Politik und Justiz sichtbar. Doch dieser Weg müsse sich fortsetzen. Der Kampf und unsere Bemühungen sind noch immer nicht am Ende. Und noch immer haben wir zu tun. Demokratie ist nichts Definitives und nicht für die Ewigkeit. Demokratie, das ist ein Zustand, den man schätzen muss und um den man sich kümmern muss. Deswegen hofft er, dass sein Bruder bestraft wird. Seine Taten haben die Demokratie gefährdet, auch rechtsextreme Kräfte gestärkt. In den Wahlen muss sich die Slowakei entscheiden, welchen Weg sie gehen will.